für mich war klar, dass bei den doch, wir haben ja relativ hohe Studiengebühren, dass das meine Eltern auch nicht bezahlen könnten und das einfach eine zu hohe Belastung wäre. Deshalb habe ich mich für den umgekehrten Generationenvertrag entschieden. Der UGV ist so angedacht, dass sozusagen die Studenten, die heute schon fertig sind, in Anführungszeichen meine Studiengebühren zurückzahlen, die damals den UGV benutzt haben. Und ich dann später sozusagen den Neuankömmlingen, dann meinetwegen 2020 oder so, dann die Studiengebühren finanziere. Wenn ich wenig verdiene, dann bezahle ich auch weniger. Und wenn ich wirklich viel verdiene, dann gebe ich der Uni halt auch wieder mehr zurück. Und ich mache es auch gerne, weil es geht direkt an die Uni. Und die Uni, die so viel für mich getan hat, kriegt dann halt auch von mir was zurück. Also im Nachhinein muss ich sagen, ich mache mir überhaupt keine Gedanken mehr über das Geld, weil es jetzt gerade so ist, dass meine Eltern zum Beispiel weniger bezahlen de facto, als wenn ich an einer staatlichen Hochschule studieren würde und Studiengebühren bezahlen müsste. Weil jetzt habe ich es selber in der Hand und ich kann es später zurückzahlen. Und das hat mir unglaublich viel Freiheit irgendwie gegeben.